Entschuldigen Sie bitte, wir machen hier eine Umfrage. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. In welchem Alter wurden Sie aufgeklärt? 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 Ja. Aufgeklärt? Nie. Nie weil aufgeklärt? Weil dieser Verbrechen ist aufklären. In welchem Alter sind Sie aufgeklärt worden? Ja, ungefähr mit 16, 17. Das war noch nicht so sehr früh, aber ich war mindestens 13. Mir ist dann doch überhaupt nicht aufgeklärt worden. Ich überhaupt nicht. In dem Sinne möchte ich sagen, nein. In welchem Alter sind Sie aufgeklärt worden? Mit 80? Moment, ich muss mal überlegen. 15, ich brauche keine Aufklärung. Wo haben Sie Ihre Erfahrungen gesammelt? Selber. Mit Ihrem Mann? Selber, dann verheiratet. Eigentlich in der Schule, 5. Klasse. In der Schule von Kameraden oder nicht von Ihren Eltern? Na, vom Kaplan. Von meiner Cousine. Von wem in der Schule? Von der Umgebung eben. Nicht von den Eltern? Nein. Informationen im Freundeskreis? Und später die eigene Erfahrung gesammelt. Hatten Sie auch nie das Bedürfnis? Ja, man ist selber drauf gekommen. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wir haben 6 Kinder, die sind alle von selber groß geworden. Und meinen Eltern. In welchem Alter? Ja, mit 17 dann für sich. Vor einem Jahr. Von wem? Von meinen Eltern. Was haben Sie ihnen erzählt? Nicht viel. Ja, das Übliche halt. Ja, meine Mutter hat mir jetzt von medizinischer Hinsicht erklärt, weil sie eben Ärztin ist. Aber meine Mutter hat mir ein Buch gegeben. Haben Sie Ihre Tochter aufgeklärt? Die habe ich nicht mehr aufgeklärt, das ist schon 36 Jahre. Was haben Sie erzählt? Ja, halt die ganze Gaudi. Ne? Ja, über den Werdegang des Menschen, dass sie das mit der Natur vergleicht. Und auf diese Basis dann die Mutter natürlich dazu. Ja, habe ich ihnen halt erklärt, wo es zweierlei Menschen gibt, nicht wahr? Und in welcher Beziehung meinen sie? Ich habe Gutes erzählt. Haben Sie ihnen erklärt, wie es funktioniert? Ja. Dankeschön. Von wirklicher Liebe und von Achtung vor dem geliebten Menschen begleitet wird, dann ist er eine Quelle großen Glücks und wahrer Erfüllung. Verwandelt man aber den Geschlechtstrieb in etwas, das schamhaft verborgen wird, so züchtet man Geisteskrankheit und Unglück. Zu den Na, Vater, auch ein Fußbad nehmen? Verzeihung. Aber hören Sie, das ist doch selbstverständlich. Als mein Töchterchen 12 war, habe ich es bereits aufgeklärt.
diese Verantwortung habe ich mir nicht nehmen lassen. Oh, nein, 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 nein. Und nicht nur die Tatsachen der Fortpflanzung und so. Nein, nein. Auch die Schattenseiten des Liebeslebens in allen seinen Einzelheiten. Verstehen Sie? Da kenne ich keine falsche Scham. Der Weg ins Geschlechtsleben muss sauber sein, gerade und ohne krumme Windungen. Mädchen von heute müssen viel mehr wissen, weil sie selbstständig ins Leben hinaustreten, was früher nicht der Fall war. Jeder muss lernen, wie man mit Zündhölzern ein Feuer anzündet. Die weiblichen und die männlichen Geschlechtsorgane, über deren Bau und Funktion man genau Bescheid wissen sollte, sind wie das Zündholz, das die Flamme entzündet. Hören Sie mal! Können Sie nicht lesen? Hm? Verzeihung. Dann gingen sie miteinander den Bach entlang und er sagte, hast du gemerkt, wie die Erde gebebt hat? Gesagt, dass du nicht so herumlaufen sollst. Du bist nicht mehr im Kindergarten. Oder ist dir das noch nicht aufgegangen? Du bist schon fast eine Frau. Du hast Busen. Das bisschen, das ist kein bisschen. Das ist ein ganz normal entwickelter Mädchenbusen. Sowas trägt man nicht einfach nur so herum. Du willst also, dass ich mich genieren soll? Natürlich. Von meinem eigenen Vater? Verstehe ich nicht. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert, überhaupt nichts. Aber hör mal zu, Herzblatt, es gibt Kinder und Erwachsene. Und aus jedem Kind wird irgendwann einmal ein Erwachsener. Und wenn es dann soweit ist, dann gibt es einen Augenblick,